Hi, ich bin's wieder, euer Guido und ich zeige euch jetzt, wie man Attachments im Modelldesign anbringt. Ausgangssituation ist wieder die gleiche, wir haben unsere drei Stümpfe und wir wollen jetzt Artikulationsstützen anbringen. Das heißt, wir sind im Bereich Attachments, gehen auf Neu anlegen und haben dann hier eine ganze Litanei an verschiedenen Typen. Ich nehme jetzt in diesem Fall den Haltebalken mit zwei Stiften. Der hat hier folgenden Vorteil, dass der einfach schon mal die beiden Kieferenden miteinander verbindet. Über den türkisen, pinken Kasten können wir das Ganze virtuell im Raum bewegen. Die Länge der Balken wird automatisch am Kiefer angepasst. Wir können dann hier oben über Pins Abstand oder Pinabstand die Breite oder den Abstand der Pinne verändern. Wenn wir jetzt noch eine Dreipunktabstützung wollen, sagen wir hier nochmal ein neues Attachment hinzufügen. In dem Fall eine Halterung nur einen Stift. Das sieht dann so aus. Auch den können wir wieder positionieren. Dementsprechend nochmal neu anpassen, rotieren. Sodass wir jetzt hier 1, 2, 3 Artikulationsstützen haben. Als letztes können wir jetzt noch eine Gravur anbringen. Das geben wir genauso wieder auf den Button. Neue Attachment anlegen. Unter Typ finden wir ganz unten die Gravur und wir haben auf der rechten Seite ein Feld, wo wir jetzt unseren Text einfügen können. Das war wieder unser Max Muster und können jetzt hier dementsprechend über das Koordinatensystem die Gravur nach oben oder unten schieben. Die Gravur wird dann an dem Sockel angepasst und wenn wir die Gravur positioniert haben, sind wir auch mit diesem Schritt fertig und können in den letzten Arbeitsschritt gehen.